Und nehmt an Proviant, denn das beste Proviant ist Gottesfurcht. So fürchtet mich, o Vernünftige. Ja, Ulul Albab, die Leute, die Verstand besitzen, Vernünftige. Ibn Kathir, rahimahullah, sagt, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, denn das beste Proviant ist die Gottesfurcht. Er sagt, da er sie aufgefordert hat zu reisen, und zwar von der Dunya weg, hin zum Jenseits, hat er ihnen erklärt, welchen Proviant sie benutzen. Und zwar die Gottesfurcht. Wie er in der anderen Ayah gesagt hat, وَلِبَاسُ التَّقْوَى, also das Kleid der Gottesfurcht. Zu den Besonderheiten der Taqwa gehört auch, dass die Gottesfürchtigen zu den Gefolgsleuten Allahs gehören. Awliya Allah. Allah Azza wa Jalla sagt, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wahrlich, die Gefolgsleute Allahs haben keine Angst zu fürchten und keine Trauer. Und jetzt definiert Allah, wer sind diese Awliya? Jene, die glauben und gottesfürchtig sind. Also durch deine Gottesfurcht wirst du ein Allah nahegestellter, also ein Gefolgsmann Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenso hat Allah azza wa jal erklärt, dass die Rangstufe bei Allah abhängig ist von der Gottesfurcht. Allah azza wa jal sagt, Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Wahrlich, der edelste unter euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste. Und Ar-Rasul alayhi salatu wassalam, als er gefragt wurde, wer ist der edelste Mensch, da sagte er, jener, der am Gottesfürchtigsten ist. Ebenso hat Allah azza wa jal die Taqwa erwähnt, und zwar, dass wir uns gegenseitig zur Taqwa unterstützen sollen. Und das zeigt, wie wir zu Taqwa gelangen. Alleine schaffst du es nicht. Diesen Kampf gegen Shaitan, gegen deine Seele, gegen die Shayatin al-Ins, die Satane unter den Menschen. Diesen Kampf schaffst du nicht alleine. Und daher sagt Allah Azza wa Jal, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Und helft euch gegenseitig zur Güte und zur Gottesfurcht. Und helft euch nicht gegenseitig zur Sünde und Widersetzung.